Danke. Sehr schön. Gebiet gesichert. Ah, Mist, das ist wieder ein Bodenschrubbe. Putzfrauen-Alarm. Hä? Und was ist hierzu? War schon wieder ein Raketenwerfer. Also langsam haben sie es echt mit den Dingern. Ich hab bloß noch 7 Magazine. Okay, ich glaube, das Fließband ist jetzt an. Hallo. Gut. Es ist mir recht. So, ich schau mal, ob ich da hochkomme. Schnell speichern. Hauptmenü. Also ich bin immer noch voll Adrenalin angespannt, ehrlich gesagt. Was ist denn das? Schloss hier, so eine Sniper Rifle. LNR. Ich hab's doch gewusst. Okay, ah, da komme ich auf die andere Seite quasi. Also schon, was diese LNR-Waffe dann ist. Diese hier. Ah, sieht nett aus. Dahinter schießen. Jawoll. Ist kaputt, oder? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Ah, nächste Ebene. Ich hasse diese Mission. Aber ich liebe dieses Spiel. Ah, Zerstörung und Tod und Verderben. Oh. Sag ich doch. Warnung. Sie betreten eine Strahlungszone. Betreten auf eigene Gefahr. Bitte seh mich nicht. Ah! Bitte seh mich nicht. Oh, ich habe keine Zeit, mich mit so einem Scheiß zu beschäftigen. Oh, so. Keine Munition mehr. So. Ja. Hält gar nichts aus, ey. Sie habe ich früher mal so viel Angst vor dem gehabt. Hallo. Ah, Mann. Hä? Schießt mal wieder dahin. Nur da, wo er will. Oh, Kamera. Ach. War hier irgendwo eine Alarmschalter? Hat das jemand gesehen? Puh. Danke. Gebiet gesichert. Code Rot nicht mehr nötig.
Zugang gewährt. Zugang zu was? Ach, zum Teleporter. Schnell. Diese extra Routen gefallen mir halt nicht, ne? Aber dazu sag ich nicht nein. Scheiße, ich hab's gerade noch gesehen. Code Rot, danke. Gebiet. Erlaubnis zur Aktivierung von Kryotron. Code Rot nicht mehr gültig. Hab ich aber schon kaputt gemacht. Sicherheitstür ist offen. Ah, ich musste das sogar lang. Ja, dann ist okay. Schick dich mal schneller. Das ist bestimmt eine Bodenplatte, eine fiese. Vorm Klo. Jeder arme Tropf, der hier aufs Klo gehen möchte. Jeder kleine Konsortium-Mitarbeiter bekommt erst einmal einen... Oh. Richtig schön Plasma. Eine Plasmakugel in den Hintern geschoben. Das Spiel fängt gerade bei mir ein kleines bisschen das Zucken an. Ich habe fast das Gefühl. Dass wir schon fast an der Stunde-Marke sind. Hauptmenü. Mich da rein. Halleluja. Au. Au. Das war jetzt eigentlich total egal, ob ich den kill oder nicht, aber das Geräusch richtet mich einfach auf. Minenwerfer. Ha! Verdammt. Okay. Das ist noch eine Kamera. So. Doppeltür, eine große. Hey! Oh, ich bin schon voll. Wow, okay. Scheiße, wie mache ich das jetzt? Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Na, wo sind sie da? Meine treuen Gefolgsleute. Oh mein Gott. Aktiviere Bodengeschütz. Klasse. Das hat viel gebracht. Jawohl. Scheiße. Ah, muss ich es nochmal so machen. Das kostet wieder wertvolle Zeit. Ist auch noch Schild geschützt. Schnell speichern. Okay. Egal, was da kommt. Das war's dann. Gut, das schon mal. Erlaubnis zur Aktivierung der Sicherheitstastatur an der Nordwand des Generatorraums gewährt. Okay. Na komm, stirb halt. So.
Schild geschützt. Das hier auch. Ich nehme es mal fast an. Nein. Okay, und da ist wahrscheinlich der letzte Generator dafür. Genau. So, was haben wir hier? Sicherheitstür jetzt offen. Oh, ihr Glück habt. Und runter da. Ui, das ruckelt jetzt aber echt schon hart. Hören Sie, wir können am östlichen Regenerator nichts finden. Nein, hier ist nichts. Ich wiederhole, Nummer 2 ist negativ. Danning, hören Sie mich? Danning, antworten Sie! Alle Einheiten zurück zur Basis! LMC, es ist eine Falle! Alle Einheiten sofort zurück! Es hat keinen Sinn! Sie haben mich umzingelt! Ich werde Ihnen die Sache so schwer wie möglich machen! Captain, schnell verschwinden Sie. Ein paar Räume nördlich von Ihnen befindet sich eine Schnellbahnstation. Versuchen Sie schnellstens dorthin zu kommen. Ich programmiere die Schnellbahn um und hole Sie zur Basis. Cicada aus. Danning, nein. Aber jetzt ist wenigstens, dass die Mission nicht auf Zeit geht, da das eine Falle war. Und nichtsdestotrotz werde ich mal ganz kurz neu die DOS-Box starten. Bis gleich. So, dann machen wir mal weiter hier. Ja, klasse. Es fängt ja schon mal gut an. Super. Ich bin begeistert. Ich bin so begeistert. Er hat seinen Kollegen erschossen. Der arme Tropf. Das ist eine grüne Keycard. Und noch eine Plasmawaffe auf dem Tisch. Aber die haben wir schon. Aufgrund erneuter Aktivität des Widerstands zu DT. Ach so, okay. Nichts Besonderes. Will ich da lang? Ja, ich will da lang. Au. Hältst du ihn endlich lang? Ah, stirb halt. So. Ja, schnell rüber. Zugang verweigert. Der Alarm wurde aktiviert. Ich darf jetzt... Wo ist jetzt die Kiste hin? Scheiße, ich lasse den Alarm deaktivieren. Das heißt, ich muss da runter. Da ist eine ganz böse. So ein Geschützturm. Aber, da da jetzt alle Wachen kaputt sind da unten. Ah, wunderbar. Alarm, Eindringling. Oh. Das wollte ich nicht, Entschuldigung. Danke, Gebiet gefunden. Ah. Weil da noch so eine fiese Waffe kommt. So, das heißt nochmal hier hoch. Mal das aktivieren. Ich kann, glaube ich, auch das hier einfach verwenden, oder? So, jetzt bleibt das Ding aktiv. Das ist toll. Das ist ein
ein bisschen zentraler stellen. So. Ach, die Bodenplatte macht den Alarm an. Code Rot, danke. Code Rot aufgehoben. Gebiet gesichert. Stimmt, das ist mir vorhin in der Hitze des Gefechts nicht ganz aufgefallen. So. Und nun können wir endlich in diesen Raum rein. Zugang gewährt. Okay, da ist wieder ein Geschützturm irgendwo. Genau hier. Ich glaube, der ist sogar schildgeschützt. Was ist denn da hinten? Eine Tür. Okay, aber der Geschützturm selbst scheint nicht schildgeschützt zu sein. Ja, hallo? ID-Kack. So. Okay, da ist ein Raum aufgegangen. Ich frage mich, wieso sich das Ding nicht bewegt hat. Da liegen doch schon Schienen und dergleichen. Ach, da ist ein Mech. Na komm her. Ja. Oh, ich find's so geil, wie es die zersplättert jedes Mal. So, das war nämlich ein Raketenwerfer. Haben wir es geschafft? Da ist ein Alarmviech. Zwei Alarmviecher. Das auch noch. Das ist ja auch noch schildgeschützt. Nee. Okay, ich werde jetzt vermutlich eine Spinnenmine da ganz nach hinten schicken müssen. Die sind so süß. Rezession dadurch. Jawoll. Ah, ist aber das eine kaputt. Ich glaube, im anderen Eck steht auch noch eins. Nein. Ah, komm. Eine mache ich noch. Ja, das dürfte passen. Jawohl. Hättest du jetzt irgendeinen bösen Alarm auslösen? Aber ich glaube, die haben schon den Geschützturm ausgelöst. Gott, was ist denn da jetzt noch? Schnell speichern. Achso, ich hab Raketen dafür. Ah. Oh, gut, ich habe jetzt echt kaum noch Munition. Da hab ich noch ein bisschen was. Was ist denn das? Ich bin begeistert. Puh. Ja, und da haben wir es auch schon. Ende, meine Damen und Herren. Wobei ich noch eine Keycard brauche. Hast du die Keycard? Zufällig? Ist das gemein? Das warst doch du sicherlich. Ha! Ah, okay. Doch noch ein Teleporter, hey. Mal gerade reingucken.
da geht's noch voll weiter. Na? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. So. Hey. Ich sag doch, der Granatwerfer, der wirkt Wunder. Wunder mit T. Wunder. Und da haben wir auch die Keycard. Dann haben wir diese Mission gleich abgeschlossen. Keine Energiezellen mehr. Oh. Das fällt mir gerade so auf, weil ich nicht verwenden konnte. Code Rot. Danke. Code Rot aufgehoben. Gebiet gesichert. Ja, das auch noch. Sag mal. Wahrscheinlich ist die Tür jetzt auch noch so ein doofer Botter. Zugang gewährt. Ja. Mission geschafft! Das war ein raffinierter Plan, Direktor. Danke. Leider war er erfolglos. Das wurde bei der Leiche gefunden. Ein Gefangener, der einen Data-Link hatte? Ist es vielleicht möglich, dass die Rebellen doch auf dem Mond Fuß fassten? Trotz ihrer Versicherungen, dass das nicht der Fall ist? Könnt ihr mich hören, ihr verdammtes Terroristenpack? Ich schwöre euch, ich werde euch alle töten lassen. Politiker, leere Versprechungen. So, das war die Mission Nummer 7. Ziemlich spannend, vor allem am Anfang, als ich dachte, es geht noch auf Zeit. Ja, eben hoffe ich, das hat euch auch gefallen und wir sehen uns dann bald wieder zur Mission Nummer 8 und auch übrigens zu den nächsten Parts von Harvester, die wir noch mit Untertiteln versehen müssen. Bis dahin, ich wünsche euch was und tschüss.